Hallöchen, hier ist wieder Birgit von bivu-dekowelt.de und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein besonderes Projekt für euch und zwar ist das ein Foto meiner Tochter. Meine Tochter war da noch sehr klein, inzwischen ist sie groß. Das ist eines meiner Lieblingsbilder und die Collage hat mal eine Nachbarin gemacht. Ja, und diese Collage sieht natürlich nach so vielen Jahren auch nicht mehr schön aus. Die Fotos lösen sich, die Blümchen lösen sich, alles wälzt sich so ein bisschen. Also es sieht echt nicht mehr schön aus. Und aufgrund dessen ist das Bild natürlich immer von einer Ecke in die andere gewandert. Und irgendwann in den letzten Tagen fiel es dann wieder in meine Hände und ich habe gedacht, so, da mache ich jetzt mit euch zusammen ein neues Projekt draus und ja, was ich jetzt aus diesem Bild gemacht habe und wie das aussieht, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Also bleibt dran! Als erstes muss ich mal die Fotos hier ganz vorsichtig runterlösen. Ich hoffe, dass das jetzt auch nicht kaputt geht.
Ja, das Bild ist jetzt trocken. Allerdings habe ich es nicht geschafft, den Pinkton wegzubekommen. Das heißt, pink ist es jetzt nicht mehr, aber es scheint immer noch rosa durch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mit der Kamera sehen könnt oder in der Kamera sehen könnt. Wenn ich mir die Rückseite von der Leinwand ansehe, dann sehe ich, wie kräftig dieser Pinkton gewesen ist. Das war der Originalton und der ist richtig durch die Leinwand durchgekommen. Ich weiß nicht, welche Farbe dort ursprünglich verwendet wurde. Ich habe mehrere Schichten Gesso drauf gemacht. Ich habe Sprühacryl drauf gemacht. Ich habe normales Acryl drüber gepinselt. Egal was, jedes Mal, wenn das Bild trocken war, war der Ton wieder da. Ich hätte mich jetzt entscheiden können, eine neue Leinwand zu nehmen oder ich sag einfach, das bleibt jetzt so, wie es ist, weil die Bilder, auf den Bildern ist ja auch ein bisschen rosa mit drauf und dann ist das jetzt einfach so.
Ja, das Bild ist jetzt fertig. Leider spiegelt das Foto so ein bisschen in der Kamera. Das heißt, man kann das jetzt nicht so genau sehen. Ich hole euch jetzt mal so ein bisschen näher ran und dann könnt ihr euch das Ganze mal von nahem ansehen. Dem einen oder anderen mag es vielleicht zu voll sein. Ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt die roten oder rot-goldenen Akzente setzen soll. Aber nur mit dem Weiß-Rosa war mir das dann doch ein bisschen zu langweilig. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis bald mal. Tschüss! Hallöchen, ich bin's nochmal. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dabei bitte nicht die Glocke, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ihr könnt auch einen netten Kommentar schreiben oder mir eine Frage stellen, die versuche ich dann schnellstmöglich zu beantworten. Und natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen oder ihr macht einfach alle drei Sachen. Schaut doch einfach wieder rein in meinen Kanal und bis dahin alles Gute. Tschüss!